Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Feed the Beast Light. So, wir haben viel zu tun, wie immer. Das haben wir, gar nicht fertig bekommen in der letzten Folge vom Sortieren her. Aber keine Sorge, diesmal wird es keine Sortierfolge, sondern es wird noch langweiliger wahrscheinlich werden. warte mal, so, Dingens. Da haben wir jetzt auch noch einiges zu tun hier. So, muss man erstmal hier nochmal ein bisschen sortieren, hier das Ganze. ich brauche nämlich erstmal noch einen Private Safe. Ne? Safe. Personal Safe. Machine Block, Electronic Circuit, okay. So, eine Truhe. Maschinenblock hat man hier sowieso gehabt, gerade noch. Zack. Und was hat man noch gehabt? Electronic Circuit haben wir, glaube ich, nichts mehr davon. Da war alles ausverkauft aktuell. Aber wir haben, glaube ich, wahrscheinlich vielleicht noch ein paar Kupferkabel. Genau. So wird das hier wieder vollgelegt. Dann brauchen wir noch ein bisschen Zinn und Whetstone, jeweils zwei. Und wie gesagt, es wird jetzt nur ein einziger Private Safe werden. War das doch andersrum? Ah ne, mit Refined Iron in der Mitte, okay. Ich dachte Zinn. Naja, okay. Kann ja mal passieren, ne? Ja, einer halt, ne? So, zack. So, okay, zack. 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 Okay, Personal Safe haben wir. Dann basteln wir den uns mal an die andere Wand. Denn dann können wir nämlich hier mal so die wichtigen Sachen halt mal wirklich mal reintun halt, ne? So wichtige Sachen sind halt dann sowas wie, keine Ahnung, wo hatten wir das jetzt hier gehabt? Sowas wie Electric Wrench oder sowas in die Richtung. So eine kleine Kiste oder so ein kleiner Safe halt für so wichtige Gegenstände wie Schraubenschlüssel oder was hatten wir. Wir hatten auch irgendwo so einen Lötkolben zum Beispiel noch gehabt. Gut, hier, das kann man zum Beispiel auch noch mitnehmen. Das sind sowieso die Gebrauchsgegenstände halt ein Stück weit, ne? Da kommt zum Beispiel dann auch die Rüstung noch mit rein. Dass man das halt griffbereit hat in der Kiste. Aber halt gegebenenfalls halt, halt auch ablegen kann. Es sind halt so Sachen, die man halt teilweise gebraucht, teilweise aber halt auch nicht. Da hat jetzt gar keine Produktion mehr. Sind die jetzt ausgelaufen? Ne, die sind noch nicht ausgelaufen. Okay. Aber müsste ich eigentlich gleich auf jeden Fall eh nochmal umsetzen. So, dann wollte ich nochmal kurz hochgehen. Ja, manchmal backt das hier gerade ein bisschen rum irgendwie. Warum auch immer? Von der Geschwindigkeit her. Ist das nicht ganz synchron, sagen wir es mal so. Zack. Wollte ich hier nochmal gucken, was könnte man hier noch? Extra Effizienz, den könnte man mitnehmen. Die Rucksäcke könnte man auf jeden Fall noch mit unten einlagern. So ein paar Schwerter sind auf jeden Fall vielleicht gar nicht so schlecht, dass man die immer mal griffbereit hat. Solarhelm. So ein Eisenharnisch wäre vielleicht nicht schlecht. Schutz. Handsäge, Tweetap. Naja. Mehr wüsste ich jetzt eigentlich auch nicht. Die restlichen Kisten waren hier ziemlich ziemlich leer. Zack. So, Electric Tweetap, hier kommen die Rucksäcke noch rein. Dann haben wir das noch. Man of Equal Trade, Solar Helm. Die Boots können wir auch erstmal noch mit reintun. Auch wenn sie jetzt nicht ganz komplett aufgeladen sind, ne? Das ist jetzt aber auch erstmal nebensächlich. Dann haben wir das und das. Okay, dann sieht das doch schon mal sehr gut aus. Okay. Ich wollte erstmal noch das hier wieder zurückgeben hier. Und hier hatten wir auch sowieso noch ein paar Vent of Equal Trades. Naja, das ist einiges auf jeden Fall noch ein bisschen was wäre hier noch zu machen. Hier die Kiste können wir auf jeden Fall vielleicht nochmal ausräumen. Komm, die räumen wir gleich mal noch mit aus. Können wir eigentlich auch gleich noch abbauen. Brauchen wir sowieso nicht. Okay. So, dann können wir das ganze Zeug hier... Tun wir es mal in unser Lager hier. Unser kleines Lagersystem. Also wirklich sehr, sehr klein.
und vor allem solide. Also wir können hier auf jeden Fall, können wir nochmal, warte mal, ich habe hier noch, was habe ich hier noch drin? Marble ist das. Wir können hier auf jeden Fall nochmal gucken, das war alles hier noch okay. Hier ist schon wieder voll. Zack, 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 zack. Eieiei, ganz schön viel schon wieder. Ja, ich würde sagen, das reicht dann auch hier vollkommen schon wieder. Eieiei. Müssen wir eigentlich auch mal durch eine größere Kiste wahrscheinlich austauschen. Zack, 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 zack. Alles rein damit, was wir nur bekommen können. Okay, wunderbar. Dann die Kiste auch schon wieder fast voll dort. Na komm, die packen wir einfach mal hier mit dazu, hier die Kiste. Ist auch sowieso ziemlich egal. So, nehmen wir mal noch ein Steak. Achso, den EU wieder, den können wir auch nur auf jeden Fall auch noch mit zu den wichtigen Sachen mal noch mitpacken hier. Und den Eisenharnisch, falls wir doch mal irgendwie sterben, dass wir zumindest mal ein kleines Grundequipment halt auf jeden Fall noch haben. Das wäre vielleicht so gar nicht die schlechteste Möglichkeit. So, dann wollte ich auf jeden Fall mal schauen in mein Lagersystem. Dass wir hier mal ein bisschen vorwärts kommen. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Ich glaube, oben hätten wir sowieso noch ein bisschen was. Und ja, ihr seht es schon wahrscheinlich, wenn ihr ein bisschen verfolgt habt. Es geht wieder auf den Berg. Also ich habe ja jetzt, wie gesagt, die letzten Folgen sehr, sehr viel Technik auch immer gemacht und sehr viel gewerkelt. Ja, hier haben wir noch sehr viel Pflasterstein sogar. Zack. Das war ja alles Turtle-Gebiet. Wobei, ich wollte noch mal ganz kurz reinschauen. Hui. Ja gut, ich habe noch die Longfall Boots an. Wollte hier noch mal in die Truhe reinschauen. Ja, viel Platz ist halt nicht mehr, ne? Viel Platz ist nicht mehr. Nicht, dass der Platz verloren geht. Ah gut, dann würde ich sagen, bauen wir halt ganz schnell mal die eine Folge wird er auf jeden Fall noch halten. Und dann bauen wir das hier auf jeden Fall schon mal ein bisschen auf. Wir müssen, glaube ich, jetzt hier... Oh, hier war ein Enderman auf jeden Fall zugange. Sehe ich gerade. Also soweit, wie ich das sehe... Müsste hier, ich muss mal kurz gucken. Wir können ja mal mit der Portable Hole gucken. Okay, hier ist also der Wasserspot ist hier also auf jeden Fall. Okay, also wäre der hier hinten. Das heißt, ich muss mir erstmal sowieso nochmal einen Wasserspot suchen. Bevor ich hier damit ein bisschen weiterarbeiten kann. Denn ich will die Monsterfalle so ein bisschen, ja, vervollständigen, sagen wir es mal so, ne? Endlich mal vervollständigen. Zack, da sind wir auch direkt im Haus. Hier haben wir die ganzen Wassereimer oder die ganzen Eimer, die wir besitzen. So, zack, zwei reichen eigentlich. So, zack, hier müssen bei der Massefalle müssen wir uns auch noch was einfallen lassen. Da wird viel Leck wahrscheinlich verursacht aktuell. Die Frage ist jetzt, war das jetzt nur eine Etage oder wie viele Etagen waren das? Es war nur eine Etage, okay. Das ist soweit noch ganz okay. So. Okay, gut. Wir brauchen auf jeden Fall noch eine zweite Etage. Und wir müssen das leider Gottes per Hand setzen. Das ist leider ein bisschen ärgerlich. Aber werden halt ab und zu immer mal ein paar, wie gesagt, mal ein, zwei Folgen immer mal, dass wir da auf jeden Fall noch die Monsterfalle auf jeden Fall noch zu Ende gebracht bringen, dass sie bis oben hin noch geht. Dass wir da auch, ich glaube, aktuell ist der Chunk auch noch ziemlich groß eingestellt teilweise, dass wir da auf jeden Fall was machen können. Und ich habe mir noch keine weiteren Ideen halt auch überlegt, wie ich das Projekt hier noch ganz gerne fortsetzen möchte. Also natürlich kann man jetzt natürlich, es gibt noch ein paar Sachen, die ich natürlich so im Kopf habe. Da muss ich mir allerdings teilweise halt auch erstmal noch ein paar Sachen anschauen. Und ich möchte ganz gerne jetzt eigentlich bis Folge 300 erstmal noch darauf gehen, dass man, ja, oder dass wir halt im Allgemeinen nochmal ein paar, ja, ups, oh, jetzt spawnt hier auch schon wieder alles, geil, GG.
Ich sollte wahrscheinlich das erstmal ausleuchten, das ganze Zeugs. Das ist sonst echt nervig. Gut, das haben wir geschafft. Zack. Naja, gut, ausleuchten ist immer so eine Sache halt, ne? Geht ja eigentlich relativ schnell mit dem, dass man das hier schnell zusammengebastelt bekommt. Unten drunter spawnt ja eigentlich auch schon relativ viel. Ich weiß jetzt nicht, wahrscheinlich weil Nacht jetzt ist. Deswegen spawnt das hier oben drauf. Sonst dürfte es eigentlich auch nicht hier drauf spawnen. Aber wir haben ja hier oben haben wir auch noch diese eine Etage immer noch. So, wir müssten eigentlich... Weiter, müsste eigentlich auch noch ein Spawner eigentlich sein, aber der dürfte die Quarry wahrscheinlich zerstört haben, wenn da ein Dungeon gewesen ist. Das sah ja alles relativ nach Dungeon-Kisten oder sowas, das hat die Quarry ja alles eingesammelt gehabt. Okay. Zack, zack. Okay, so, weil ich weiß, wie gesagt, ich weiß leider Gottes nicht so direkt, wie ich das Projekt hier, ja, was ich da noch grundsätzlich halt großartig bauen kann, ne? Also da fängt es halt erstmal damit an, ich habe ein paar Ideen, habe ich noch, auf jeden Fall. Also, was ich mir noch vorstellen könnte, wäre halt auf jeden Fall eine Solarpanel-Produktion, eine vollautomatische. Hat der Black, glaube ich, angefangen schon. Die Folgen laufen, glaube ich, auch schon. Teilweise, wo er es angefangen hat. Wäre allerdings teilweise in gewisser Art und Weise ein Nachbau halt, ne? Also wird jetzt nicht die genau dieselbe Farm wahrscheinlich oder genau dasselbe wahrscheinlich nachbauen. Wird es vielleicht mit einem eigenen Touch wahrscheinlich versehen. Aber im Grunde genommen ist es eigentlich auch nur ein kleiner Nachbau. Also nichts Besonderes. Na gut, wobei viel ist eigentlich relativ nachgebaut, weil ich habe ja bisher noch nicht wirklich viel selbst großartig gebaut, außer jetzt, ja gut, wahrscheinlich außer jetzt der Verzauberungsraum. Der ist halt komplett aus meiner eigenen Feder. Zumindest habe ich mir das selber so überlegt gehabt. Und na gut, wobei alles wurde schon mal wahrscheinlich in Minecraft gebaut, also fast alles auf jeden Fall. Also man hat wirklich neue Mods und wir spielen ja hier auf 1.4.7 halt, ne, das ist ja auch klar. Und ja, wie gesagt, das wäre halt eine Möglichkeit. Natürlich wäre der Bienenmod natürlich auch noch relativ reizsam, aber da habe ich mich ja auch bisher noch gar nicht beschäftigt damit. Und somit ist das ja eher schlecht als recht. So, wir brauchen ja, glaube ich, insgesamt 3 Etagen dafür. 3 Etagen voll mit Cobblestone. Erst alles weggefarmt hier, ne? Aber dann. Ja, dass wir die Monsterfalle halt auf jeden Fall auch nochmal zu Ende bekommen. Ja, es sind noch ein paar Etagen, sind da vor uns. Ich will sie nur bis zum Ende des Berges halt auf jeden Fall bauen. Grundsätzlich reicht ja das, was wir haben, reicht das schon. Aber ich hätte ganz gerne, ja, ein bisschen mehr. Ein paar mehr Monster wären auf jeden Fall gar nicht so schlecht. Weil dann kann man sich halt fast endlos sozusagen die XP halt holen. Und muss halt nicht die ganze Zeit warten. Und desto mehr Etagen ich habe, desto schneller geht es ein Stück weit. Und somit ist das auch keine schlechte Sache, dass wir das halt auf jeden Fall mal abgeschlossen bekommen. Und ich wollte halt optisch mit dem Berg halt noch ein paar Sachen halt auf jeden Fall machen. Das hat jetzt nicht unbedingt viel mit dem Mod zu tun oder beziehungsweise mit den Mods an sich, sondern geht wahrscheinlich mehr oder weniger mehr dann in die Richtung Schönheit, Optik oder sowas in die Richtung. Und das wollte ich jetzt auf jeden Fall bis Folge 300 ein paar Sachen da halt auf jeden Fall machen und anfangen. Ich sag, den Technikaspekt, den hat man ja sowieso immer noch mit dabei, ne? Da kommt immer noch was dazu. Das wird jetzt nicht nur die nächsten 20 Folgen so werden, dass wir hier die Monsterfalle bauen und außenrum alles bauen, aber zumindest auf jeden Fall die Hälfte werden wir da auf jeden Fall dafür investieren, außen halt ein bisschen was zu bauen. Außerdem müssen wir sowieso das Yu-Gi-Oh! Matter auch mal nochmal wieder ein Stück weit weiterverarbeiten oder wiederverarbeiten. Zack, ups.
Lalalalala. So, gut, dann ziehen wir noch die Reihe hier. Und dann würde ich sagen, haben wir schon mal wieder eine weitere Reihe geschafft. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao.